Ich glaube, ich habe mich bepisst. Bei den Titten einer Ordnung muss sein. Ach ja. Hast du ein Problem? Vielleicht werden die Skelliger ruhiger. Hab jetzt gerade echt drüber nachgedacht, wie wir das jetzt weiterspielen. Mir reicht's mit dem Leben. Weil ich glaube, mit der Quest jetzt triff ich mit Triss. Also so wie die das gesagt hat, müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir mit ihr zusammenkommen wollen oder nicht. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Also. Triss ist zwar, also die ist schon krass, aber Yennefer ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Ich habe kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Her mit der Halskette und dann raus hier. Okay, was bei ihr? Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt. Das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt! Sofort! Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Die sind ein Risiko eingegangen, ja, zu gepfefferten Preisen. Stimmt. Allerdings hätten sie auch das Geld nehmen und mich dann verraten können. Ist für Novigrader Verhältnisse schon verdammt anständig, das nicht zu tun. Bitte nimm sie nicht auch noch in Schutz. Geralt, wir können über Moral oder andere Themen diskutieren, aber nicht jetzt. Du hast gesehen, was in der Stadt vorgeht. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. Okay. Jo, könnte wirklich problematisch sein. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Okay, läuft bei dir. Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Ja. Siehst du? So schlecht waren meine Gastgeber gar nicht. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Ja. Wollen wir die beiden da noch holen oder nicht? Ach, das ist wieder diese ethische Frage, ne? Wiegt man zwei Leben gegen alle auf? Gut, Husen will. Na dann los, dann holen wir die noch. Wir sollten Anis und Berthold helfen, sie so abzuschreiben. Das wäre grausam. Gut, aber dann müssen wir jetzt los. Die Zeit läuft. Zeig den Weg. Anders? Jetzt oder nie? Lauf! Schnapp die Hure! Lebendig! Alter. Na klar! Zieh doch dein Schwert. Wache! Oh. Ah.
Hier drüben. Hat er nicht was fallen lassen? Wo ist das Versteck? Nicht weit weg. In den Scherben. Ja, stimmt, warte kurz. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken. Willst du hier noch mitnehmen? So, was? Schleichen? Kann ich schleichen? Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Okay. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Du sollst still sein, ja, Junge. Treib gut aus Temerien. Die Schnauze. Na klar, geht's noch lauter. Ey, was ist denn alles? Warum? Mensch, hau doch mal ab. Ey, jetzt faucht du mich auch noch die Katze an. Was ist denn los hier, ey? Das sind sie, wie ich gesagt habe. Hallo. Verdammter Zauberer und seine Hure. Sie beschäftigt sich auch mit Hexerei. Gute Arbeit. Hallo. Schnappt sie. Ich flehe dich an. Wir haben nichts Falsches gemacht. Genau. Das höre ich mehrmals am Tag. Was, Marigold. Hallo. Und der Hexer. Zwei Scheiterhaufen. Auf ihn! Von beiden! Oh. Alles in Ordnung? Könnt ihr gehen? Ja. Von hier gehe ich nicht weg. Ich bin doch nicht verrückt. Berthold. Hast du gesehen, was da draußen passiert? Sie erwischen uns, bevor wir am Hafen sind. Nein, tut ihr nicht. Sie erwischen uns und töten uns. Wir gehen sofort. Gehen. Danke. Wir müssen zu den anderen. Schnell. Moment. Erst nehme ich alles mit. Lass mich in Frieden. Was ist denn von mir? Helf euch hier gerade, Alter. Ich sehe das noch nicht, dass ihr mich bezahlt. Deswegen muss ich hier alles mitnehmen. Wie viel bekommst du dafür? Scheiße. Bitte, Herr. Gnade. Wie viel? Ein Büschel Korn? Ein Fass Heringe? Lass ihn. Ich habe ihn überredet, die Wachen zu rufen. Hätten sie sowieso gefunden, dann hätten sie uns alle verbrannt. Ja, sollen sie verschwinden, wa? Verschwindet von hier, oder ihr werdet trotzdem brennen. Aber wieso denn? Die Wachen werden das als Hinterhalt sehen. Ihr kennt die Strafe dafür. Aber das ist unser Zuhause. Wir können doch nicht... Macht, was ihr wollt. Ja, wir haben toten Hexenjäger da oben zu liegen, ja. Mein theoretisches ist, haben sie jetzt Pech. Stopp. Hörst du? Bin so herrlich. Da! Noch zwei! Schnapp sie! Was? Wo? Hast du die Kanalisation unter dem Eisvogel ausgekundschaftet? Nein. Er hätte nie gedacht, dass wir da durch müssen. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Die Schwarzen. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt fliehen. Du könntest bleiben. Du würdest es schon schaffen. Aber die anderen ohne mich niemals. So, jetzt, spielen wir noch die Musik von Mission Impossible ein, ne? Oder Fluch der Karibik. Passt auch gut. Alter. Also heute blockiert mich aber irgendwie jeder, wa? Alle weichen der Birne. Keine Wachen oder Jäger in Sicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Hallo. Machen. Haben die mich erwischt? Ja, hab ich. Zack. Oh. Ja.
Alter, der hatte Bolzen dabei. Uiuiui. Den haben sie jetzt zugerichtet. Verdammt. Wir sind zu spät. Zu spät? Wir haben immerhin zwei gerettet. Ja. Und einen verloren. Na ja, gut. Gut, dass wir hier waren, bevor sie die Falltür finden und die anderen schnappen konnten. Hier geht's nicht um Zahlen, Geralt. Aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Doch. Komm mit. 2-1, wir haben gewonnen. Hier lang, Geralt. Hallo. Triss, was ist oben passiert? Ist alles in Ordnung? Nein, nichts ist in Ordnung. Ja, ich habe immer doof gepasst. Ich möchte wissen, wer hier ist. Grundschule, 2 ist höher als 1. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Ach, Dijkstra. Das trübt deine Schönheit. Also. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Nein, ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges Herz und so. Hm, klar. Genau. Er hat kein Herz, ja. Ja, ich weiß. Du hast kein Herz. Weder ein mitleidiges noch sonst irgendeins. Mich erstaunt dein anatomisches Wissen über meinen Körper. Aber Spaß beiseite. Ich freue mich darauf, Freunde in Kovir zu haben. Besonders unter König Tankreds Gefolgschaft. Psst, Triss möchte etwas sagen. Wir reden später. Alter, eine Ansprache. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Ist sie schon wieder wir voll? Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen. Wirst sehen. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde. Wow, ein Optimist. Mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Na, das war doch mal ermutigend, oder was? Da haben wir doch richtig Bock, durch die Kanalisation zu stapfen. In der Scheiße. Mensch. Ich gehe jetzt in die Kanalisation. Genau. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Oh. Seit wann ist denn so gefügsam? Triss, willst du wirklich mit? Sei mir nicht böse, aber... Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Alles klar, General. Läuft bei dir. So, ich werde hier wahrscheinlich nicht bezahlt. Seht ihr schon? Das ist wieder so eine altruistische Sache. Gib mir doch, was in der Kiste ist. Bitte. Ich hab keine Zeit. Mann, nee. Melitele, allmächtige Mutter. Erlöse uns von dem Bösen. Hallo? Verschone uns. Spinnerin. Was ist denn? Hast du es nicht kapiert? Ey, sie verbrennen uns wegen dieser Götter. Alles nur wegen der Religion. Okay, also die Kisten kann ich wohl nicht mehr. Sie verbrennen uns aus Hass und Angst. Das heilige Feuer ist nur ein Vorwand. Dann bete weiter. Melitele steht dir sicher bei. Da fehlt hier. Gibt's das denn? Ein echter Albino? Nee. Sag bloß. Alter, ein Albino. Nun? Viel Glück. Na
lass mir doch mal noch looten, ja. Bevor ich darin hier. Der berühmte weiße Wolf. Ich verneige mich vor dir. Wenn wir uns freiwillig stellen, wären die Jäger dann gnädiger? Das würde höchstens weniger Folter bedeuten. Immerhin etwas. Nun? Das ist eine Bank mit Rollen. Ich weiß nicht, wie. Vielen Dank für deine Hilfe. Du brauchst mir nicht zu danken. Ehrlich. Doch. So, bevor ich jetzt sterbe und wieder alle... Okay. Ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Alles normal sammeln muss hier. Bald ist alles vorbei. Bald. Hallo, Adela. Nice. Da war die nützlich. Jetzt lang. Okay, hier nicht. Frage beantwortet. Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Alles verloren. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen. Bam, Junge. Ich hab die Tür aufgemacht. Eine Bibliothek? Zack. Sieh mal. Gedichte von Gonzalo de Garcia. Jakob von Varazzes Chroniken. Unglaublich. Alles seltene Erstausgaben. Wir werden später zurückkommen und alles holen. Nein, werden wir nicht. Ich verlasse heute Novigrad. Schon vergessen? Nein. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja. Gleich. Lass mir doch erstmal die Bücher mitnehmen, Mädchen. Ich lese doch so gerne. Vielleicht ist ja hier noch ein Buch dabei, was ich noch nicht habe. Zack, so. Haben wir alle? Haben wir alle. So. Nun? Hier. Triss, ich habe einen Ausgang gefunden. Ich dachte schon, wir wären für immer verloren. Du schaffst es schon, Chris. Ertrunkenen Hirne sind immer gut. Die brauchen wir für alles. Hier die Luke. Ich will auch durch. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Fledermäuse. Meine Spezialität, weißt du? Achso. Verdammt. Ganz schön viele. Ja. Hört sich doch an wie Fledermäuse. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viele Ratten waren. Wer wirft denn die ganzen Leichen hier runter? Wir sind direkt unter dem Marktplatz. Dort wohnt auch Carlo Hacker-Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Die Ratten haben uns angegriffen. Nur ein Habisse an Füßen und Waden. Haben die keinen Respekt mehr? Wir müssen deine Wunden säubern. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Ah, entspann dich doch mal. Schädel! Mein Schädel. Zerknitterter Brief. So war das immer gut.
Geht's jetzt hier hoch? Ja. Ist nach unten. Okay, da kommen wir nicht hin. Okay, cool. Läuft. Hallo. Na, hier ist noch was. Die anderen haben es doch nicht eilig, oder? Die Leiche ist blass, vertrocknet. Geht's hier nicht weiter, oder was? Nun? Wunden am Hals und an den Schultern. Okay. Blass und vertrocknet. Wunden am Hals und Schultern. Kann ein Vampir sein. Oder sowas. Klauenspuren. Lang und scharf. Ja, okay. Läuft. Die Laterne brennt noch. Muss erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Ein niederer Vampir. Bleib dicht bei mir. Ja, also hier unten ist der Vampir. Ja, dann holen wir uns den. Lehnbeißer. Sollten wir da hinkriegen. Garantiert ein sicheres Einkommen. Los geht's. Okay. So, wie geht's jetzt hoch, oder was? Ja. Nice. Garantiert ein sicheres Einkommen, da hat er recht. Möwen! Hörst du? Wir haben's geschafft! Komm, wir müssen das Schiff klar machen, bevor... Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das Schiff? Der reinste Schrotthaufen. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die... Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geratet. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Helfen? Soll ich Violine spielen oder Blumen oder Bonbons besorgen? Violine spielen oder Bonbons besorgen. Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Ja, okay. Mit wem du es zu tun hast? Wir können ihn nicht umbringen! Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich... Wir haben keine Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank.
Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Ach ja. Naja. Dann leb wohl, Triss, ne? Ich behalte dich in Erinnerung. Immer mit einem Lächeln. Frau Marigold! Ich komme. Pass auf dich auf. Und gib Ciri einen Kuss von mir, wenn du sie gefunden hast. Ach, ist sie traurig. Haben wir sie gehen du lassen. Du bist ein Arsch. Was? Ein Arsch, ein Ochse, ein Dummkopf. Du hast nicht mal versucht, sie aufzuhalten. Ich frage nochmal. Letztes Mal wurde ich unterbrochen. Warum interessiert es dich, mit wem ich zusammen bin? Wenn ich sage, weil ich dich mag und nur das Beste für dich will, würdest du mir glauben? Nein. Sehr klug. Du solltest dich auch aus der Politik raushalten. Ich weiß es, du weißt es und Triss auch, was nicht ganz unwichtig ist. Deine andere Geliebte? Eher nicht. Sie hat sich mit Nilfgaard zusammengetan und du wirst ihr folgen, so wie immer. Und eines Tages könnte es sein, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Das wäre sehr schade. Aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Jetzt sollten wir über das reden, was gerade wichtig ist. Der läuft bei dem. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt, Siggi? Triss und ich haben... Verschon mich, Geralt. Hexer haben keine Gefühle. In eurem Körper steckt kein Fünkchen Emotion. Und ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Mhm. Und was wäre das? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30? Ein paar mehr oder weniger? Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns, wir waren da. Aber wer rettet die von Rinde? Van Aert, Art Carey, Guleta. Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Okay. Ich töte keine Könige. Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Oh, es gibt noch andere. Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen, verstehe. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckarauftrag. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Okay, alles klar. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Alter, wir sollen König töten? Das ist dein Ernst jetzt? Cool, verdickt.
habe gesehen, wir haben immer noch die Sachen an hier. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keine Adrenalinpunkte dazu kriege. So, machen wir auch mal die Maske raus. Wir haben noch eine Trophäe. Platz für die Trophäen. Das ist eigentlich unsere Trophäe. Okay, na gut. Nehmen wir die. So, gut. Haben wir. Und das ist auch eine Nebenquest, oder was? Das ist eine Nebenquest, den König zu töten? Early jetzt? Okay. Alter Falter, ey. Joa. Krass. Doch. Tatsächlich ist es einer der letzten beiden großen Könige, Radovid. Ja, das, also jetzt die ganzen politischen Sachen zu erklären, ist echt krass, aber im Grunde kannst du dir ein Land vorstellen, was so in der Mitte liegt. Warte mal, ist ja hier die Weltkarte. Ne, also quasi das hier ist Velen. Ne, Velen ist das hier unten. Das hier, Novigrad quasi. Ja, von hier unten greift Nilfgaard an. Und Redanien ist das, was hier oben ist. Und von Redanien ist das der König, den wir gerade töten sollen. Und Nilfgaard ist der Kaiser, der nach unserer Tochter sucht. Ja, da können wir uns jetzt entscheiden quasi. Also im Prinzip müssen wir alle töten. Jeden einfach umbringen hier. Wo ist der jetzt? Da ist der. Tja, das ist auch eine, das ist eine sehr gute Frage, warum das eine Nebenquest ist. Aber, ja, ist nun mal so. Feuer geht aus, bevor ich kapiere. Ist halt Nebenquest, wa? Aber das ist ja das Krasse an dem Spiel. Wirklich. Die Nebenquests, die sind hier wirklich Hauptquests eigentlich. Also die gehen so lange meistens, die Nebenquests. Das ist echt krass. Du nervst, Grauhaar. Kann ich auch töten. Okay, läuft. Geralt von Riva. Gesund und munter. Manchmal. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Das hier sind jetzt die letzten Freiheitskämpfer aus Temerien. Also Temerien ist quasi alle zusammen. Nilfgaard, Velen, also quasi das komplette Land dazwischen. Ne, zwischen Redanien und Nilfgaard. Und Nilfgaard hat Temerien überfallen. Und quasi ausgerottet, so gut wie. Also besetzt. Ne? Und ist jetzt eine Provinz von Nilfgaard. Und das hier sind die letzten Freiheitskämpfer von denen. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist.
Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Zerkönnen nicht die Fortschritte, oder? Tatsächlich haben wir als Hexer ja wirklich bei jedem einen Stein im Brett, also. Du warst schon überall. Erzähl mal. Da sehen sich die beiden. Wir bezahlen für ein Freis. Ein Hexer! Das Maulbeertal ist hier unten, ja. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Vess keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen ran. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Ebne! Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Ja. So viel zu, neutral. Das war's mit der Neutralität. Völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Vess. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fren! Oha. Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Ah, ja. Oh. Ah, schwierig. Kommt sowieso raus, dass wir da waren. Also, ah, ja. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nee, es, die Armada war... Geh, bevor ich es mir anders überlege. Oh, wir sind ganz schön verwundbar. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Nice.
Anscheinend sind die noch nicht tot. Dann griffen beide Streitmächte an. Einer von jeder Seite. Die Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Die Infanterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf marschiert. Und die Jungs wollten sich ergeben. Doch nicht. Ich verstehe nicht, warum ich nie bezahlt werde, wenn ich irgendjemandem helfe. Nice, Diggi. Was gibt's denn? Kann man sehen, wie man mag, war, aber ja. Irgendwas scheine ich wohl verkehrt zu machen. Wenn ich nicht bezahlt werde. Was hast du gemacht? Einen Bären zum Tanz aufgefordert? Kartoffelbrei mit Rosenkohl und Fisch. Du bist die Gnade, du bist der Trost, du bist die Freude. Also 2 von 3 Sachen esse ich. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen. Wenn ich nur Milch für die Türschwelle hätte, die würde alle halten. Ist abgeschlossen. Wo ist denn jetzt? Okay, die Truhe ist leer. Schön. Alter. Geht's ja runter? Achso. Können wir schon. Jo. Den Rosenkohl esse ich nicht, da hast du recht. Wer hat jetzt hier geschrien? Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Ja, der ist schon weg. So, cool, Hammer, nice. So, haben wir hier. Wir haben so viele Nebenquests einfach. Eine Brücke von nördlichen Einwohnern. Achso. Wo Einsätze haben wir noch? Die Gewinnspieler haben wir hier. Also wir können auf jeden Fall noch eine Gewinnsession machen, wo wir nur Gewinn spielen. Nimm Lambert. Achso, seine Einzelkarte von Lambert, ja. Und dann, na, gucken wir mal, was Philippa sozusagen hat. Mal gespannt. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob die Leute das so feiern, wenn ich die ganze Zeit Gewinn spiele. Deswegen mache ich noch ein bisschen Quests jetzt. Und dann kündige ich das im Titel mal einmal richtig an, weißt du, dass ich dann nur Gewinn spiele den Tag. Und dann machen wir mal alle Gewinnsachen so durch. Geh sofort wieder rein! Alter. Aber Kommandant, da werden wir mit einer sicheren Methode, Hexen zu exorzieren. Wir haben die Verletzten rausgeholt. Und es sind fast noch ein Dutzend. Der Brustkorb wurde eingedrückt. Die Rippen haben sicher die Lungen durchbohrt. Und das machen wir auch. Wenn man zur Kneifzange oder zur weiß glühenden Ofen. Geh mir aus den Augen. Okay, läuft. Schieb ab. Wer ist der Chef? Gut. Na, wir können ja noch eine Gewinnpartie spielen. Problem? Vielleicht machen wir das Turnier. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wir können ja noch das Turnier spielen. Wir sollten jetzt genug einzigartige Karten haben, dass wir da mitspielen dürfen. Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist es. Mal schauen.
Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ja. Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Ja. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Großartig. Ich hätte sie gern, wenn es dir nichts ausmacht. Hier, erstick dran, du Idiot. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Dir die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Sadovet hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Gut. Dann gehen wir mal runter. Gucken wir mal. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ach, leck mich doch, Alter. Was denkst du? Wird er was finden? Der Halsabschneider? Kannst du mir mal die Beulen lecken, Junge? Er ist ein Hexer. Der ist tot, bevor du zwei Gebete gesprochen hast. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Hier fehlt eine Kachel. Wow, krasser Mechanismus. Und das haben die nicht geschafft? Wow. Das sind ja krasse Typen. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Portale, großartig. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Marfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Orte wie diesen. Da hätte ich ja mal vorwarnen können, dass hier Necker sind. Verdammt. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Out. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Cool. Stehen bleiben. Keinen Schritt weiter. Alter. Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte. Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall. Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Okay. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Uiuiui. So viel Naivität, wo soll man denn anfangen? Was wird hier denn Großartiges passieren?
Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antel, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Okay. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Oh. Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Das ist so geil. Ich finde das so cool, wenn man die Leute verzaubert. Liebesbriefe. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Ah. Jetzt aktivieren. Ihr Labor gewesen sein. Wir sind schon ein bisschen zu overpowered für Jungs. Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Okay, da geht's noch runter. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Ein Tunnel, wo er wohl hinführt. Guck mal, da liegt er noch. Der Kraftspeicher. Ich hab ihn. So, dann aber. Sieht nicht so aus. Das riecht doch nach Falle. Wir sind fast voll. Wir müssen dann mal wieder... Okay. Okay. Kunst.
Bedruckte vielleicht? Was ist denn das, ein Golem? Konstruktöl. Alkohol. Quen. Gut. Okay. Haben wir denn so ein Öl? Insektoniden, Vampir, Nekrophagen, Konstrukt. Gut. Hau mal drauf da. Was haben wir denn hier noch? So, 20 Satteltaschen. Kampf pro getöteten Gegner. Okay, das brauchen wir eher mehr. So eine Handshot aktiviert. Okay. Na gut. Konstrukt ist so erstmal. Natürlich gibt es einen Wächter. Na, komm her. Alter! War das echt krass, muss man ja sagen. Das hat ja echt Damage gemacht. Da ist einer drüber, oder? Keine Truhe. Geld. Eine neue Hexerausrüstung wäre nice hier unten, aber naja, gut, dann nicht. Man kann ja nicht alles haben. Okay. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Karte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, chirurgische Instrumente, oder sie hat sie für Philippa hat hier Operte benutzt. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Was ist das? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Okay, also anscheinend wurde sie verwundet. Achso, was hatte doch Yennefer auch? Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Na, wäre cool. Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. So, jetzt zeigt er doch. Hallo, Pizza.
noch ein Portal sein, was ich aufmachen kann mit dem Kristall. Da ist noch irgendwo die Sturm. Noch? Überrascht? Hast du was gefunden? Das geht dich nichts an. Da irrst du dich, mein Freund. Ich diene dem König. Alles, was ihn betrifft, betrifft mich auch. Gib mir alles, was du gefunden hast. Wir werden es dem König übergeben. Na klar. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnapp den! Na komm her. Toter Mann! Toter Mann! Pass auf! Er wirbelt! Action, Meister! Er hat ihn umgebracht! Ah, der hat geblutet. Hehehe. Sehr gut. Für die brauche ich nicht mal die krassen Skills hier. Sehr gut. Ah, jo, nice. Gut, dann berichten wir dem König noch schnell. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch eine Partie gewinnt spielen. Also das Turnier. Nice, nice, nice. Steck mal das Schwert weg. Danke. Redanien! Da. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ja, du hast mich gleich im Auge, Junge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Hey. Und? Hast du Beweise? Ich habe diesen Kristall. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhardt bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Läuft bei ihm. Was zum Teufel?